freiwillig ins Gefängnis. Das sind vier Basketballspieler der BG Göttingen am Mittwochnachmittag. Die Stars des Basketball-Bundesligisten hatten jedoch gar nichts angestellt. Die Sportler wollten den Häftlingen der JV Rostock zeigen, wie so ein Profi-Basketballtraining aussieht. 90 Minuten lang übten die Profis mit 10 der 250 Häftlinge und zeigten, wie sie bessere Basketballer werden können. Sie sprinteten, warfen gemeinsam Körbe und dribbelten. In der Justizvollzugsanstalt gehören Basketball und Fußball zu den wichtigsten Sportarten. Mit diesen Mannschaftssportarten nämlich soll das soziale Verhalten der Häftlinge geschult werden. Und das wiederum soll den Gefangenen helfen, nach ihrer abgesessenen Strafe besser in der Gesellschaft klarzukommen. Zum Abschluss durften die Häftlinge die BG Göttingen-Spieler richtig ausfragen. Was sie genau verdienen, das wollten sie nicht verraten, aber dafür gab es zum Schluss ganz viele Fotos und ausreichend Autogramme.